Hallo ihr Lieben, Stoffwechsel ankurbeln. Der Stoffwechsel wird so häufig genannt als Ursache, dass man nicht abnimmt und viele Fragen erreichen mich zu dem Thema Stoffwechsel ankurbeln. Weil wenn du deinen Stoffwechsel ankurbelst, dann hat es den meisten Effekt. So denken die meisten da draußen und es gibt so viele falsche Mythen. Und ich will erstmal kurz sagen, was ist Stoffwechsel überhaupt? Weil das ist die Grundlage, damit man versteht, was das überhaupt bedeutet. Und du kannst es dir so vorstellen. Der Stoffwechsel ist alles Biochemische, was in einem Körper abläuft. Und es gibt so viele Organe, wo Stoffwechsel drin sind, die den Stoffwechsel beeinflussen können. Und drei wichtige Stoffe sind elementar entscheidend. Das ist zum einen Hormone, zum zweiten das Nervensystem und zum dritten Enzyme. Und wenn du wirklich deinen Stoffwechsel ankurbeln möchtest, wenn dein Stoffwechsel wirklich ein Thema für dich ist, dann schau dieses Video, weil da wirst du erfahren, warum manche nur das Essen anschauen müssen und schon zunehmen und manche gefühlt alles essen können. So, wir fangen an mit den Grundlagen. Stoffwechsel, der Stoffwechselorgan Nummer 1 ist die Leber. Die Leber verstoffwechselt alles und dort laufen unsere Stoffwechselprozesse auch ab. Aber ohne dein Gehirn, ohne deinen Magen-Darm-Trakt, der alles zerkleinert, vorbereitet, die Nährstoffe so aufteilt, dass dein Körper sie verarbeiten kann, hast du keine Chance. Das bedeutet, der Magen-Darm ist elementar wichtig, um die Nährstoffe zu generieren, die dein Körper braucht. So, und wenn das gemacht wurde von Magen und Darm, dann gibt es das Blut. Das Blut ist wie ein Straßensystem im ganzen Körper. Wenn du dieses Blut zu dick lässt, weil du zu wenig trinkst, und da ist der erste wichtige Punkt, dass man sehr viel trinken muss, dann kommen die Nährstoffe viel langsamer an. Das bedeutet, man sagt ja immer, du musst mehr trinken. Das ist so simpel. Aber wenn du es dann nicht machst, dann hast du eine erste Komponente für den Stoffwechsel, wo es einfach auch haken kann. So, das Gehirn. Das Gehirn, warum ist das so wichtig, dass du das gut versorgst? Das erkläre ich auch nochmal in der Mind Diet, nochmal genauer. Aber hier mal grob. Und da kommt es zu dem wichtigsten Thema, warum der Stoffwechsel bei manchen so niedrig ist und bei manchen so hoch. Ja? Wenn du in deinem Leben Diäten gemacht hast, auf Verzicht gegangen hast, dann wirst du es schon live erlebt haben. Es ist so, dass unserer Steinzeit hatten wir nicht einen Supermarkt, Rewe, Edeka etc., sondern wir mussten unsere Nahrungsmittel, da mussten wir kämpfen teilweise für. Und dein Gehirn ist, wenn du es nicht richtig versorgst, auf Alarmbereitschaft, im Stressmodus, im Kampfmodus, im Modus, wo er sagt, hey, ich muss überleben, weil es eine Grundtugend, Nahrung zu sich zu nehmen oder Trinken zu sich zu nehmen. Und dann fokussiert sich dein Gehirn nur noch, wie bekomme ich die nächste Mahlzeit. Deswegen sind Diäten, die auf Verzicht aus sind, wirklich der falsche Ratgeber. Ja, das ist wichtig zu wissen und entscheidend für den Erfolg. Weil wenn dein Körper im Stressmodus ist, im Kampfmodus, dann wird Noradrenalin, Adrenalin, aber auch Cortisol ausgeschüttet. Und was ist die Hauptnebenwirkung von Cortison-Tabletten oder körpereigenem Cortisol? Ist, dass deine Hormone in der Schilddrüse so beeinflusst werden, dass dein Stoffwechsel runtergefahren wird. Und viele, die schon mal Cortison genommen haben, merken, dass sie automatisch zunehmen. Und das ist der Effekt, den du natürlich auslöst mit Verzicht, mit Diäten, die auf Verzicht ausgelegt sind. Und deswegen ist es so, dass das, was ich empfehle, die Mind Diet 2020, wirklich eine Lebensumstellung ist. Weil der zweite Aspekt ist, wenn du die Diät dann durchgezogen hast, das funktioniert auch, wenn du ins Kaloriendefizit gehst, dann wird dein Körper immer mehr auf Mangel und immer die Dinge, wo du dann nicht essen darfst, die werden immer größer, weil dein Gehirn macht sie größer, macht sie attraktiver. Und dann, wenn du dann die Diät beendet hast, dann ist erstens der Stoffwechsel runtergefahren, wegen dem ganzen Mechanismus des Stresses und du verfällst wieder in die alten Lebensmuster, die dich im Endeffekt dahin getrieben, wo du vorher warst. Und dann entsteht der Jojo-Effekt.
Du hast erstens den Stoffwechsel gegen dich und zweitens hast du dein Gehirn gegen dich, weil das will jetzt das nachholen, was es verpasst hat. Also trinken und natürlich der Effekt, wo der Stoffwechsel runtergefahren wird. Das sind wichtige, wichtige, entscheidende Dinge, die du wissen solltest. So, ich hatte ja gesagt, du bekommst von mir die Tipps, wie du den Stoffwechsel nach oben fährst. Ja, der Grundumsatz liegt wirklich bei manchen Menschen bei 800 Kilokalorien und bei manchen bei 4700 Kilokalorien. Und die einzige richtige Möglichkeit ist, indem du Muskulatur aufbaust und wirklich, sag ich mal, deinen Körper täglich mindestens 5 Minuten sehr stark belastest. Das heißt, es gibt sowas wie Tabata oder es gibt sowas wie Intervalltraining, wo du wirklich eigentlich nur 5 Minuten brauchst und wo du deine Muskulatur maximal beanspruchst. Ich weiß, es geht nicht von heute auf morgen, aber ich habe angefangen damals, als ich über 100 Kilo gewogen habe, ich habe angefangen mit Liegestützen. Ich habe 3 geschafft. 3 Liegestützen. Und ich habe jeden Tag mehr gemacht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, was ich haben wollte. Ich habe auch eine Challenge gemacht, wo ich gesagt habe, ich will mal 1000 Liegestützen in einer Woche schaffen. Und da habe ich immer zwischendurch mal Liegestützen gemacht. Aber das ist ein langsames Heranführen. Das war ein Beispiel von mir. Aber wichtig für dich, Muskulatur, Eiweiß und dass du es täglich machst, das ist die entscheidende Formel für den Stoffwechsel anzukommen, weil du deinem Körper, deinem Gehirn sagst, hey, das ist dir wichtig. So, wenn du noch Fragen hast, was du noch machen kannst, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln, schau auf jeden Fall, ich habe so ein tolles System mit dem Adventskranz. An jedem ersten Advent kommt ein Video von mir raus, wo noch ein paar Tipps und Tricks drin sind und auch ein schönes Gewinnspiel. Schau auf jeden Fall mal in diese Advents-Special rein. Und wenn dir das Video gefallen hat oder du noch Fragen dazu hast, dann gib mir einen Daumen nach oben, abonniere natürlich gerne meinen Kanal oder empfehle es jemandem weiter. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.